Willkommen zurück zu Scum und wir sind jetzt ein Stückchen weitergelaufen. Wir sind jetzt hier kurz vor der Basis. Man sieht es hier unten. Hier unten links in der Ecke. Und natürlich sind noch immer dabei Koya, Hippo und da drüben der Coach Carter. Das komische Coach. Das komische Coach. Hallo. Und natürlich pisst es immer noch, ne? Es ist also wirklich. Ja, ich weiß ja auch, wer da dran schuld ist. Naja, ich auch, du. Du bist ja hier immer dagegen und Neville, Mensch. Ja, und wer spielt immer mit mir? An wem liegt's dann wohl? Achso, jetzt wird das Ganze hier in die Schuhe geschoben. Nee, Neville gab schon Fuchs da. Ja. Oh, hier, Lootrop B3, umdrehen. Was ist denn los? kommt da eine Chatmeldung oder was? Aber da wird gar nichts angezeigt im B3. Doch, da jetzt. Mitte links, ganz links am Rand quasi, Mitte, da wo die weißen Straßen zusammentreffen. Da ist er zu sehen. Ich sehe da auch nichts. Nö. Hä? Wenn du jetzt M drückst und dann bei der ganz links, jetzt läuft doch. Jetzt sehe ich ihn. Sehen Sie mal. Augen auf. Also nee, der ist jetzt gerade erst aufgeploppt. Ja, klar. Dann müsstest du aber auch gerade eine Meldung. Bei mir auch immer erst. Ja, die kam auch ganz spät aufploppen. Echt, ja, die Meldung habe ich nicht gesehen. Vokal. Jetzt ist es bei mir auch aufgeploppt. Ja. Und jetzt sehe ich ihn auch. Also, steht jedes Mal dann, wo die. Wie zeitversetzt das bei uns allen kommt, ne? Ja. Ja. Was willst du machen, ne? Das ist ein Wunschkonzert. Ja, aber Nini schreibt auch gerade, sieht nur die Hälfte. Ja. Weil nur die Loot dringend nötig haben. Ja. Also habe ich ihn zuerst gesehen. Nee, ich. Ach du, ja, okay. Wegen mir auch du. So, jetzt suchen wir uns mal, wenn wir das jetzt mal hier sehen. Also hinter dieser Kuppe da vorne müsst ihr dann das Hafen. Natürlich springe ich einfach mal, um es noch besser zu zeigen hier. Müsst ihr ja dieses Gebiet an. Dann sollten wir mal in diesen Wald da gehen, der halb rechts vor uns ist. Und von oben runter haben wir dann vielleicht eine bessere Position. Ja, zwei hin, drei im Sinn. Also über die Seiten kommt man, glaube ich, am besten rein. Ja, wir sollten erstmal uns eine Übersicht, weil ich denke, die Dreiviertel der Community wird dort auf uns warten. Gut möglich, ja. Oh, guck mal, es hat aufgehört zu regnen. Wir können uns ausziehen. Nackig in de Griech. Wo ist denn das? Da. Nee. Oh, da ist schon wieder was drin. So. Ich hab's gleich. Ja. Gut. Ne? Braucht ja ein halbes Jahrhundert, um sich aus den Klamotten zu schälen. Ja, es ist wieder ein Sniper mehr ungeduldig geworden, der dort auf uns gelauert hat. Deshalb, weißt du? Ja, der wird vor Langeweile gestorben sein. Ja. Hast du jetzt halt rum, Sony an einen Tag gebaut. Eben. Ja, der Hafen rennt nicht weg. Wer der denn? Du schon. Du gleich schon. Ich schon, sobald der erste Schuss fällt. Naja, ich kann dreimal respawnen, 340 Punkte, ist doch mega. Wie viel hat denn der Hippo eigentlich? Bist du mittlerweile Führender? Hast du das endlich mal geschafft? Gar nicht mehr versucht. Hippo ist bei 754. Und du? 698. Loser. Pff, die paar Punkte. Ja, nachdem ich da letztes Mal die 100 Punkte da verloren habe, wo ich da in dem Haus getötet wurde. Seitdem hast du keinen Bock mehr auf das Spiel gehabt. Ne? Ja, das also hörst du den Zaun? Hippos Mimimi-Folge. Ja, der war super, ne? Der Zaun? Kurzzeitig echt ein bisschen. Ja, das ist relativ früh abgesteckt. Ja, das ist auch mega assi. Also ich habe ja echt kein Problem damit zu sterben, aber auf die Weise war das echt total beschissen. Der memmt ja immer noch rum. Unglaublich. Hier sind wir. Ab, du Penner. Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Ich bin hier erstmal am Pissen, Mann. Und ich dachte, der Koya hat seinen nervösen Finger. Ja, ich habe auch erst mal geguckt, wer hier neben mir steht. Denkst du, war doch eben noch Hippo, das kann doch nicht Koya gewesen. Oh Mann. Arsch mit Ohren, ey.
Okay, das ist der Hafen, wir haben gesehen, ciao. Ja, nö, schönes Ding. Voll gezeichnet, wir können dann auch. Aber das gezeichnet, ja. Erst handgeklöppelt ist. Aber das wäre das erste Mal, dass ich mal auf so einen Turm kann, weil hier vorne nichts los ist. Sonst. Oh, ich muss pinkeln. Na toll. ist hier irgendwo ein großer Busch? Ja, da. Ein rosa Busch? Ein rosa Busch. Kannst du den ja aufblasen, vielleicht wird er ja größer. Boah, auf damit, das ist eklig. Das ist auch schön. Hier oben ist mal, ist ja gar nichts. Was hast du da oben Schönes? Jetzt kommt der Mac und haut ihn da runter. Alter, ist das Gebiet offen. Das, also hier ist im Moment, hier ist nichts. Ich komme mal wieder zu euch. Kann ich das normale Hunterscope jetzt eigentlich noch auf den... Kann ich. Ganz alles. Das Akku kriegst du drauf. Das Akku, nee, ich krieg auch das normale Hunterscope nach wie vor auf die AK. Ja. Oh. Ja, ihr sagt jetzt, von der Seite kommt mal rein, ja? Also ich bin halt im Singleplayer über die Seite ran, das ging ganz gut, aber wir können natürlich auch gucken, ob wir irgendwie anders reinkommen. Von was heißt denn Seite? Von welcher Seite denn? Also ich bin jetzt, wenn wir Richtung Basis gucken, von der linken Seite aus reingelaufen. Also von da, wo die Straße reingeht quasi? Nee, am Meer entlang. Saarecker, geh mal vor. Am Meer entlang, also von Süden kommt. Nö, ja. Aber ich bin auf der rechten Seite wieder raus, von daher können wir es dieses Mal auch andersrum machen. Geh vor. Geh jetzt vor, zeig uns den Weg. Das ist wieder so anstrengend. Das ist immer sehr anstrengend, wenn man irgendeinen Weg beschreiben muss. Sitzt im Busch und winkt mit der Hand nur raus, dann musst du hier lang, dann 2 Meter links, dann wieder geradeaus. Ja. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist lustig. Ja, wie lang noch? Also die Max können auch mal ein bisschen den Zaun reparieren. Der ist ja komplett marode. Wenn gleich hier ein Max steht, der einen Zaun knüpft, lache ich mich kaputt. Klöppelt da so einen Zaun zusammen, so mit 2 Häkelnadeln, weißt du, so strickt einen Zaun. Ja, der hat echt viele Löcher, aber hier ist auch überhaupt kein Mac, also von hier kämpfst du auch gut rein. Doch, da vorne turnt einer rum, aber hier kommen wir dann jetzt mal rein. Ach, jetzt schon? Ja. Ich dachte am Meer. Oh. Am Meer. Da vorne, hinter diesen Holzbarrikaden vor uns, da hüpft einer rum. Wieder hüpft einer rum? Ja. Ach, das ist also in welchem mit Hüpfsack, oder wie? Nee, also die machen Seilspringen. Na siehst du, da kommt er schon angekapselt. Ach ja, tatsächlich, da hinten. Guck mal da. Das weiß ich nur nicht, ob man da irgendwie hochkommt. Das solltest du jetzt vielleicht schnell überlegen, weil... Ach ne, der dreht ja schon wieder. Nee, da läuft er nur so ein bisschen ums Eck. Also wir könnten jetzt vorne in die Zelte reingucken, ja, müssen halt mit dem Mech aufpassen. Ja. Oder wir laufen hier um die Schießbahn rum. Und gucken. Du kannst auch durchlaufen durch die Schießbahn. Ja, aber du kommst die Wand da drüben doch nicht hoch, oder? Da kommst du nicht hochgeklettert. Meinst? Hat die kein Loch? Ja, wir können es mal probieren, aber... Ja, mir wurscht. Also, da hinten läuft auch ein Mac. Nee. Bin mir ja zu blöd! Nee. Und da turnen auch ein paar Zombies rum. Komm gleich! Es ist einfach so traurig. Zombie. Oh, hier, da kommt was Zombiges. Tut was. Du bist der mit dem Katana. Achso, ja, stimmt ja. Aua. Ja, Hippokrat, der hat so ein paar kleine Nackenschläge. Okay, irgendwo stehen jetzt bestimmt 5 Max und sagen sich, das gucken wir uns erstmal an. Mit Sicherheit. Wenn du stehen bleibst, wird erschossen. Und leider mal kurz schnaufen, das war anstrengend für so ein Dickerchen. Ich geh mal da vorne gucken, ob es da irgendwelche Löcher im Zaun gibt. Huch! Was hat er jetzt wieder gemacht? Er hat mich nur als Schuhabschreiber benutzt. Keine Ahnung, dass du aufstehst dann in dem Moment. Warst du schon bequem auf dir. Hier ist ein Löchle im Zaun. Ja, aber ich glaube, die Schräge kommst glaube ich nicht hoch, oder? Hallo? Nein, das geht von dieser Seite eher nicht.
Ja, dann müssen wir das wieder mit, dann Xar, duck dich mal wieder da vorne, dann kletter. Ja. Lass uns mal nach rechts gehen. Nach rechts, ich hätte jetzt wieder nach links. Dann versuchen da irgendwie rein. Ja, nach ich rechts ist ja definitiv der Mac. Richtig. Ja, ja, darum hätte ich gesagt, ist da der Eingang. Aber okay, ja, dann gehen wir halt nach links. Also ich denke, am Ende der Shooting Range, da wirst du ja auch irgendwie hochkommen, oder? Es ist übrigens gut, dass wir auf der Shooting Range gerade die lebenden Ziele abgeben. Ja, und das auch noch schön die Metermarkierung hier stehen. Ja, ja. Genau. 150, klatsch. Ich habe übrigens eigentlich nur darauf gewartet, dass irgendeiner von uns Moppelchen da bei dieser Baumgabel, wo wir da durchgesprungen sind, stecken bleibt. Zählt, zählt. Also hier, ja. wirst du wahrscheinlich hochkommen. Du gleich. Und da ist ein Zombie. Ich komm da nicht hoch. Ja, das ist geil. Halt, hier auch klettern. Ach du Scheißvieh, jetzt haut den mal eine andere weg hier. Ich muss mal auspusten. Das sieht gerade sehr fachmännisch aus, wie Xar das macht. Und da hat er eine gefangen. Nö. Nicht? Oh, jetzt. Okay. Sehr gut. Ich würde jetzt hier erstmal am Stein weiterlaufen, weil irgendwo ist hier ein Mech. Ich würde jetzt hier erstmal atmen. Schon wieder? Ja, hallo, ich trage 150 Kilo Lebendgewicht mit mir rum und 60 Kilo Rucksack. Ja. Weißt du eigentlich, wie schwer es ist? Ja, mit anderen Umständen, man könnte auch mi sagen. Also da jetzt hinter den Häusern läuft der Mech hoch und runter, der unten da jetzt dann... Ne? Ja, und hier links läuft auch einer entlang. Genau, also wir sollten jetzt ein Stückchen nach vorne und dann irgendwo zwischen den Häusern schnell über die Straße, wenn der Mech unten um die Ecke ist. Ich meine, was sind das? Sind das wieder so Baracken? Oder? Das hier sind Baracken, aber weiter unten gibt es auch diese Hangar, wo der richtige Loot drin ist. Die können wir... Mit öffner Tür. Oh, Alter. Oh, ruckelt das. Ja. Ja, hier brauchen wir jetzt eigentlich nicht rein, oder? Nee, also... Was? Wieso hat der mich gesehen? Ich war doch hinter dem Ding. Oh, scheiße. Boah, okay. Also ich bin im Badezimmer verloren. Ich auch! Hippunig. Aber wieso hat der mich gesehen? Ich war doch noch komplett dahinter. Der hat einmal schräg durchgeguckt. Durch die Fenster und dann durch die Tür. Ah, das kann sein. Durch die Fenstertür, ja. Das kann sein. Hippo ruckelt auch gerade so ein bisschen rum irgendwie. Hippo, bist du noch da? Naja. Okay, gut. Ja, schön auf dem Klo, ne? Ja, die sehen auch alle gleich aus, die gab's. Das würde ich krass. Warum geht die Tür auf? Sieht so eine Granate aus Kolonnen. Ja, genau so unter der Tür raus. Ja, auch sehr schön an sich. Oh, da vorne ist er gerade. Hier steht da alle schön in der Reihe hinter mir. So, Patz. Hm. Entschuldigung. Ja, ist schön. Also der Hafen sieht ganz anders aus als... Die anderen Baracken. So. Als die anderen Baracken. Das ist ein bisschen schade bisher, aber mal gucken, wie er da unten aussieht. Da sind ja so einige Hafenkräne und so. Ja, der ist jetzt links, Vorsicht. Der ist genau links. Gehen wir hier durchs Fenster raus, oder? Nee, vorne raus, vorne raus, vorne raus, vorne raus, vorne raus. Hast du uns auch in der Backe? Was, ich? Nee. Ach, doch, du. Ich? Nee, Tempo. Was? Warum? Auf wen? Weiß ich nicht! Meine Fresse! Wir sind hier alle angeschissen, komm! Mach die Tür zu, ich lock mich jetzt hier aus! Wie der Zickzack durch das Haus gerannt und gerade eben! Warum hat der jetzt schon wieder geschossen? Auf den Hippo, guck, der war's, der blutet. Ja, nee, der hatte. Zombie. Du suppst wie Sau. Der hat ja eine schöne Spur. Schöne Schlange, die hinlegen, gesuppt. Klar. Ja, ich wollte gerade raus aus dem Haus, da stand auf einmal ein Zombie vor mir.
Ja, und dann hast du dich da so aufgerumpelt, dass der Mac dich gesehen hat. Sauber. Er hat ja 5 Liter Blut vergossen, dass du überhaupt noch was hast. Ja, okay, wir machen jetzt mal so weiter, ne? Wo ist er? Ich muss auch mal, genau, warte mal, das ist eine gute Idee. Ist er jetzt hinter uns oder wo ist er? Der ist weg. Nee, weg ist er nicht. Er ist alles, aber weg ist er nicht. Der Mac ist weg, der Mac ist. Oh, da sind ja Fenster. Ja. Alles gut. Soll ich mal gucken? Ja, gucken Sie mal, dass keiner guckt. Rechts von uns, so hinter uns, schräg rechts hinter uns. Der läuft jetzt die Straße wieder runter. Also raus hier, oder was? Nee, der läuft jetzt gerade. Nein, wir, raus hier! Nein. Ist er hier drin, was soll er rauslaufen? Warte. Jetzt läuft er erst runter. Jetzt ist er genau auf der Höhe unseres Hauses. Jetzt ist er vorbei. Jetzt noch warten. Kann ich sehen, Alter. Macht hier weiter. Deswegen. So, jetzt raus. Ich sah es ja am Echsen. Jetzt raus. Okay, Attacke. Los. Jetzt kommen wir zum nächsten Haus. Wir müssen uns so langsam vor. So, alle bis zum nächsten Haus hier hinter der Hauswand warten. Ja, spannend ist ja hier. Ist der erste Bunker da vorne. Sah, lauf! Nicht gucke. Tütü! Wohl nicht. Warte eigentlich nur drauf, dass der vorne jetzt um die Ecke kommt. Das tut er ja nicht. Das wäre jetzt ein Highlight, ey. Ich sprinte schneller als ich will. Wie du gerade zur Seite geguckt hast, das ist auch schön. Das sieht ein bisschen damage aus, oder? Dann plötzlich war er ab, der Kopf. Aber in der Zeit hätten wir auch schon zum nächsten Haus rennen können, oder? Ja, man weiß ja nicht, was die für eine Putt haben. Also deshalb, aber jetzt wissen wir es. Ja, wie gesagt, da müsste eigentlich unten so der Schießbahn laufen, weil die Zelte waren, wo wir eben waren. Jetzt kommt er wieder. Ich hab übrigens so einen Lappen an der Stirn. Ich bin Fensterputzer. Früheren nebenbei Scheibenwischer. Oh Mann. Was hat dieser Kerl heute gegessen? Okay, dann jetzt in den Hangar rein. Los. In die Hangar rein. Die Hangar sind aber nicht so toll, aber ja. Das sind die Hangar Games. Das Hangar Game. Oh. Ich wollte ihn nicht bringen. Ja, die sind ja toll, die Hangars hier. Ja, wie gesagt, das sind ja auch die nicht so guten Hangar. Du hast uns ja echt in tollen Loot reingelockt hier, Xa. Der mal sagen können, dass er nichts taugt. Er hat zu mir gesagt, es gibt hier alles, oder? Recht, es gibt hier alles. Was gibt's denn hier? Es ist irgendwie wieder mal typisch hier. Was denn? Ja, ich sag, es gibt hier die Hundenhanger, da gibt's guten Loot drin und du rennst in den. Du hast gesagt, hier gibt's einen Hangar, da müssen wir rein. Ich sagte die Runden. Rund. Und guck mal nach oben, was ist das? Das ist nicht rund, das ist eckig. Eckig. Ja. Ecksig. Ja, dann geh mal da raus, Coach. Der würde ich jetzt gerade abballern. Ich sehe ihn, ja. Hätte dich auch. Ja, komm. Hier, Hippo begrüßt dich schon mal da vorne. Ach, danke, ich mach auf. Ist vorbei, ne? Ja, mhm. Mal. Und jetzt da rüber zu den Runden. Gleich durch, oder? No. Solange der Mech weg ist, rüber. Lauf. Und atmen dabei. Oh. Ich bin drin. Oh, Mann, bitte ist die Tür auf. Ich will da rein. Ah, dann macht's so. Das galt gar nicht uns, glaube ich. Doch, der hat auf mich geschossen, das ging an mir vorbei, die Kugel machte so ein Zisch. Zisch. Und Zisch und Klack und weg. Zisch und Klack und weg. Genau, das ist, ich mach die linke Seite. Oh, ja, hier ist ja. Wann ist hier Loot? Ja, da die Türen offen waren, würde ich ja schon irgendwie durchgelootet haben. Das ist komplett leer gelootet, um genau zu sein. Ist gar nichts, aber hier ist noch ein Hut, also leer ist es nicht. Ein SVD-Magazin. Hier ist Muni, falls die irgendjemand braucht. Was für Muni? SVD, glaube ich. Ja, nimm mit. Wo denn? Habe ich rausgeschmissen, liegt ja am Boden irgendwo. Jo. Das, ja, SVD-Muni, da 20 Schuss.
Ja, so, also, nee, es ist echt gut, dass Xar diese sehr guten Loot-Bunker uns wieder genannt hat. Oder? Können wir hinten raus, oder? Nicht. Darf ich ihn umbringen? Du darfst. Bye, bye, Unimon. Es ist vorbei. Es ist hier so leer. Ja, hier ist ja auch immer die Tür. Hast du die gerade aufgemacht, Couch, oder war die offen? Die war offen. Obwohl, hier liegt eine Rauchgranate. Oh, hier ist Munition. Alter, jetzt geht's los. Da hat einer alles hingelegt, was er nicht mehr braucht, oder? Nein, nein, nein. So viel zum Thema. Oh, ich habe ein M16-Magazin, das ist gut. AKS? Ach, die haben wir ja selber. Bäh. Wenn ihr für die SVD-Munition findet, rausschmeißen bitte. Da brauche ich noch ein bisschen. Für die SVD? Hm? Früher gerade 20 Schuss aufgenommen. Ja, wie viel hast du noch? Okay, kannst du. Ja, ich habe schon noch. Also. Aber ich habe noch 20, 30. Ich hätte halt ein leeres Magazin, was ich noch auffüllen könnte. Ja, habe ich auch. Ja, sag halt, wenn du weniger als 30 Schuss hast, kriegst du sie. Nee, ich habe also geladen. Wenn ihr noch ein leeres Magazin habt, dann macht die Packung doch auf, krieg ich jeder 10 Schuss und gut. Habt ihr beide euer Magazin voll? Achso, ist das eine 20er-Packung? Mhm. Ja. Wo ist sie denn überhaupt da? Ah ja, ich dachte, das wären dann auch 10er-Packungen. So, Magazin. Lode Ammo, da rein damit. Da liegt sie bei mir, Xa. Mhm, jupp. Kann ich auch noch ein Magazin füllen, sehe ich gerade. Nö, das reicht. Vielen Dank. So, habt ihr alles gelootet hier? Ich gehe mal von aus, oder? Weil ja. Ich bin jetzt nicht mehr weiter durch. Ich glaube, hier vorne die Kisten, die hatte ich jetzt noch nicht. Dann können wir da hinten raus, oder? Die hier hatte ich noch nicht. Ja, können wir machen. Also, halt. Wieder das Fahren. Naja. Was ist los? Nichts. Lauf, Hippo, verdammt! Hier liegt eine Pistole. Ich mach hinten dicht. Okay. So abgelootet, ey. Die 74 U hat keiner, ne? Mhm. Die AKS U, doch klar. Die hast du, aber ja, brauchst klar. Keine Magazine, gehe ich mal von aus. Ich habe ja gerade Munition rausgeschmissen, da liegt irgendwo welche rum. Die AKS? Ja. Dann kannst du mir auch die Magazin? Das Magazin geben, ja. Ja, das lege ich auch raus. Du schlägst das auch raus. Nö, kann ich nicht, warte mal. Hier ist noch ein Eagle-Magazin. Jetzt liegt hier auf dem Boden. Ein Deagle? Auf dem Tisch, ja. Auf dem Tisch. Nämlich. Oh Mann, kann ich das auch gerade füllen? Ja. Brauchen wir eigentlich nur noch die M16 mal? Tja. Ich würde sagen, die war hier auch mal irgendwo bestimmt, oder? Ah, wir werden noch eine finden. Aber ist klar, ne? Ist halt auf dem Server neu. Ja. Und insofern geht hier jetzt momentan jeder hin. Mich wundert sowieso, dass wir noch nicht erschossen wurden. Also. So, und jetzt ist direkt unterhalb von uns die nächste Reihe an Hallen. Also wir können jetzt hier irgendwo durch den Zaun hopsen und eine Stufe runter. Wir müssen halt den Milch ein bisschen abpassen. Also jetzt kommt der auch gerade, oder? Geht der? Bleib mal ruhig. Zwei. Unten ist einer, also unterhalb des Zauns ist direkt einer. Das ja, ist der, den wir jetzt hören. Ja, und vorne an der Straße, aber der vorne an der Straße sieht uns nicht, weil es an der Stelle runtergeht. Also das ist praktisch eine Wand. Der würde uns nur sehen, wenn er zurzeit unten an der Straße auch wäre. Okay, der rechts nähert sich aber noch. Also hier rechts ist jetzt gerade einer vorne. Der jetzt wieder weggeht. Also wir jetzt geradeaus runter, sagst du. Mhm. Ja, das aber man müsste halt gucken, an manchen Stellen geht es ziemlich steil runter. Und an einer Stelle kommst du gut runter, da hat's. Hier sieht uns natürlich der Mac nicht. Nein, uns sieht der Mac ja nicht hier. der von unten natürlich schon. Du, den habe ich doch eben gerade gemeint. Könnt schon wieder heulen. Der versteht auch nur, was er hören will. Was ist denn eigentlich links von uns hier so? Links ist eigentlich nicht mehr wirklich was. Das ist eine relativ offene Fläche und da läuft auch noch eine Echo. Ja, Kisten stehen da halt, ne? Ein paar, ja.
Ja, das sieht aus wie so ein. Ja, so ein Verladeding da. Musst du nur aufpassen, geh ein bisschen schnell runter. Ja. Jupp, das Einzige, Alarm. Was er gesagt hat. Und Alarm. Das ist genauso wie wenn ich sagen würde, Achtung, da läuft ein Mech rum. Tür auf. Ja, hättest sagen müssen, dass da ein Mech steht. Ja, aber du hast vorher gesagt, der Mech kann uns gar nicht sehen, außer er steht unten an der Straße. Wer pisst denn jetzt die Wien an? Ach, das pisst mich doch alles an. Das ist aber alles. Aua! hast du einen Mech gesehen, Hippo? Nee. Mächte. Jetzt habe ich tatsächlich, muss mich verbinden wegen dem Arsch. Ja, verdient. Ich verbinde mich jetzt nicht. Ich sehe den hier unten jetzt nicht. Wo ist denn der? Ja, du müsste immer hin und her laufen. Oh, das ist soweit wohl richtig. Sollen wir hier runter jetzt? Ach, da hinten, jetzt geht er da unten, geht jetzt hoch. Das ja, auch, ich sehe ihn. Der kommt jetzt da rechts. Kommt er da ums Eck? Der kommt da rechts jetzt hochgestiefelt, oder? Ja. Kommt der andere hier so weit runter? Achso, hier, der vorne kommt jetzt diesen Weg zurück. Ja, der kommt jetzt hier runter, genau. Ja, also wieder zurück. Wieder zurück. Kann man wieder zurück. Kann man wieder zurück. Rückzug. Die Tür zu. Ja, Frage. Ja. Meine Damen und Herren, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um Stunden. Tage. Monate. Und hier irgendwo Klamotten? Ja, nee, ja, aber nee, ja, nee. Ah, nee, die brauchte ich ja gar nicht. Roxa, ist er vorbei? Er ist jetzt gerade nach links weg. Aber ich denke, der dürfte sich dann da gleich wieder umdrehen. Was ist mit dem anderen Vogel da? Den sehe ich gerade nicht. Ich höre ihn auch nicht, das macht mir so ein bisschen Sorgen. Also an der Wunde von Xar könnte ich tatsächlich sterben, scheint's. Wie lang genug war das? Ja, es kommt doch gerade wieder zurück. Ja, krass. Ja, also das heißt, wenn er jetzt an uns vorbei ist, dann müssen wir runter. Ja, aber Vorsicht, ich glaube hier unter uns ist der Bunkereingang. Bunker? Ja, die eine Strecke kann man runterhüpfen, oder? Ja, also da ist ein Bunkereingang, aber der ist noch nicht implementiert. Der jetzt unten hier gerade am Laufen? Der ist jetzt direkt unterhalb von uns. Ah, ja, siehst. Langsam. Ja, da ist der Bunkereingang. Wir müssen hier an der Seite runter. Okay. Jupp. So. Vorne zu. Yay, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, ob wir uns noch durchschlagen können. Hier ist SV-Dämoni. Bis zum Hafengebiet vorne. Und dann werden wir bestimmt auch noch eine M16 finden. Ich bin da völlig optimistisch. Oh, hier ist ganz viel Munition. Sehr schön. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und macht's gut. AK-47. Tschüss. Ciao. AK-47.